Mann, Müllern, siehst du scheiße aus. Hör mal zu, Alter. Du bist krank. Du bist nicht doof oder so. Du bist nicht beknackt oder irgend so ein Spassi. Du bist krank. Dich kotzen irgendwelche Sachen an und du hast sie nicht hineingefressen und auf einmal bist du explodiert. Bring mich um. Tu mir den Gefallen, Hertha. Bring mich um. Ich habe kein Vertrauen. Ich habe niemanden, mit dem ich reden kann. Niemand. Menschen tun mir weh. Unter meiner Haut. Ich kenne das, Mann. Da haben wir was gemeinsam. Ich bin drogensüchtig und kriminell und du bist ausgeflippt. Aber glaub mir, du kannst deine Krankheit nicht besiegen. Du musst dich mit deiner Krankheit anfreunden, damit du klarkommst. Nenn mir einen Grund zu leben. Kannst du dich an die Story erinnern, die du mir erzählt hast von den Vögeln? Was ist denn das für eine Geschichte? Er hat einen Vogel gesehen. Und der Vogel hat ihn dazu gebracht, weiterzuleben und seine Selbstmordgedanken loszuwerden. Ertan, versteht mich der Junge? Versteht mich? Ich hab dir zwei Kinder gemacht. Trotzdem habe ich Angst, mich umzubringen. Und wieso hast du Schiss? Weil das Leben schön ist. Angst ist etwas, das du brauchst. Wenn du die Angst nicht hättest, dann würdest du sagen, okay, jetzt versuche ich mal aus dem 10. Stock zu springen. Ich möchte, dass er wiederkommt. Klar kommen wir wieder. Mach dir keine Gedanken. Ab jetzt werden wir alle sehr, sehr sensibel mit dir umgehen. Ich mag dich, weil du so bist. Aber du hast dich, weil du so bist. Du willst so werden wie die da draußen, ein dummes Arschloch, das nur für Geld und Mercedes und Schmuck und teure Schuhe und Urlaub einmal im Jahr lebt. Aber du kommst damit nicht klar. Und wenn du dich den anderen mitteilst, denken die, hey, der ist ein Spinner. Der ist nicht ganz dicht, weil du Herz hast, weil du Gefühle hast. Du willst dich ändern, aber du schaffst es nicht. Aber weißt du was? Ich bin hierher gekommen, weil ich dich mag. Und ich mag dich, weil du so bist. Scheiß was auf die Leute. Das Leben ist nun mal so. Ich würde mir jetzt gerne auch einen Druck setzen und mich in meine Traumwelt flüchten. In meinem Paradies. Aber die Leute beneiden mich nicht, wenn ich dahin fliehe und ich wenigstens ein Paradies für 8 Stunden habe. Im Gegenteil, das ist denen scheißegal. Ruh dich hier aus. Entspann dich ein bisschen. Und wenn du wieder okay bist, dann werden wir alle, auch deine Frau, nur für dich haben. Du musst jetzt auch mal selber das Gespräch suchen. Und denk an die Vögel, Alter.